Besides, certainty gives a man a good air upon his trial, and makes him risk another without fear or scruple. But all the way, for 'tis a pleasure to be the messenger of comfort to friends in affliction. But 'tis now high time to look about me for a decent execute. Against next session. I ain't a lazy rogue, by whom one can get nothing till he's hanged. A register of the gang. Crook-fingered Jack. A year and a half in the service. Let me see how much the stock payment is. 1, 2, 3, 4, 5 gold watches. And 7 silver ones. A mighty clean-dannered fellow. 16 snuff boxes. 5 of them true gold. 6 dozen of handkerchiefs. 4 silver elephant swords. 6 of shirts. 3 tie periwigs. And a piece of broadcloth. Considering these are only the fruits of his leisure hours, I don't know a prettier fellow. For no man alive hath a more engaging presence of mind upon the road. What Dreary, alias Brown Will, an irregular dog, who has an underhanded way of disposing of his goods. I'll try him only for a session or two longer upon his good behaviour. Harry Paddington, the poor, petty, larceny rascal. That fellow, though he were to live these 6 months, will never come to the gallows for any credit. Slippery Sam, he goes off next session, for the villain hath the impudence to have views of following his trade as a tailor, which he calls an honest employment. Matt of the Mint, listed not above a month ago. A promising, sturdy fellow, and diligent in his way. Somewhat too bold and hasty, and may raise good contributions upon the public. If he does not cut himself short by murder, Tom Tipple. A guzzling, soaking sot. Who's always too drunk to stand himself, or to make others stand. A cot is absolutely necessary for him. Robbing a bag shot. Alias Gorg, alias Bluff Bob, alias Corbuncle, alias Bob Bertie. What of Bob Bertie, husband? I hope nothing bad has betided him. You know, my dear, he's a favourite customer of mine. Pussy made me a present of this ring. I've set his name down in the blacklist. That's all, my dear. He spends his life among women. And as soon as his money's gone, one or other of the ladies will hang him for the reward. Ha! And there's £40 lost to us forever. You know, my dear, I never meddle in matters of debt. I always leave those affairs to you. Women indeed are bitter bad judges in these cases. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft, es tut mir leid. Ja, mir auch. Verzeiht bitte, Madame. Nicht dreimal bitte. Nein.
Gebt uns auf! Seid ihr sicher? Ich kann hier gar nicht schnell genug. Geschehen. Was machen diese Männer da drin? Wir müssen sofort gehen. Hier ist ein Mörder. Ich bin unsicher. Herrschaften, kein Grund zur Sorge. Los, Bewegung. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls wir es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt! Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Haytham, und gereicht uns zur Ehre. Luft wird gut. All on the ball.
Habe ich euch. Das könnt ihr ruhig haben. Wenn es so weitergeht, ist der Sieg nah. Thank you.
Captain? Mr. Kenway! Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Oh, ihr seid ein wahrer Spaß für was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht. Halt dich da raus! Hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht. Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Gebt ihr auf? Niemals! Wie gefällt euch das jetzt? Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von Ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn Sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke. Aber ich stelle klar... Wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag.